Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es in dem Video um unseren Energiekörper, also die Größe zu spüren. Und eine kleine kurze Vorgeschichte dazu, dass wir uns auch vorbereiten und zum Beispiel durch verschiedene Meditationen uns auf unseren Energiekörper einstimmen, ist eine gute Vorbereitung, auch für die Wahrnehmung, auch für die Aura, wie ich in verschiedenen Videos schon erklärt habe, weil wir ja verschiedene Körper haben und wir sollten deshalb herausfinden, die unterschiedlichen Körper zu spüren, weil der physische Körper ist relativ einfach zu spüren im Äußeren und die meisten und manche Menschen haben schon, oder sagen wir mal, ist es nicht so einfach, ihren innerlichen Körper zu spüren, in sich hineinzugehen und mal hineinzuspüren, denn das ist eine unendliche spannende Reise durch unseren Körper, durch unseren physischen Körper. Aber dann gibt es da noch mehrere Ebenen, wie eben unseren Energiekörper, Mentalkörper und vieles mehr. Und deswegen sollten wir uns darin üben, in der Wahrnehmung, wie weit kann ich gehen, was nehme ich wahr, wie spüre ich das. Und das kann man üben. Und jeder hat bestimmte Fähigkeiten. Und das kann man so auch sehr gut herausfinden. Das hat auch mit unseren herkömmlichen Sinnen zu tun. Was ist ausgeprägt und was ist schwächer? Inneres Sehen, inneres Hören, inneres Fühlen und so vieles mehr. Und heute wollen wir einfach mal spüren. Das ist der Spürsinn, innere Spürsinn. Ich habe schon Übungen gemacht, das heißt, du reibst deine Hände, bis es warm wird. Und dann kannst du schon deinen Energiekörper spüren. Das ist eine relativ einfache Übung. Du kannst auch so weit auseinander gehen. Du kannst auch, es gibt noch eine andere Möglichkeit, habe ich glaube ich auch schon in einem Video gemacht, mit unserer Herzfrequenz zu arbeiten, dass ich die dann spüre, zuerst in den Herz. Chakra, dann in der Hand und in der, und dann lasse ich es fließen, ist so eine Übung. Aber heute wollen wir mal sehen, wie weit der Raum rausgeht, dieser Energieraum. Und zwar, du musst dich nicht erschrecken, wenn du kein Ende mit deinen Armen erfassen kannst. Denn dieser Energieraum kann auch weitaus größer sein, als deine Arme reichen. Also denk dir nichts dabei, wenn du schon länger meditierst und übst, nur noch nicht diese Erfahrung gemacht hast, wenn du das Ende nicht erfahren kannst, du weißt nur dann, dass es sicher eine Spannbreite in deiner Größe hat, von wie groß du bist, sagen wir mal, weil die Arme haben einen Durchschnitt unsere Körpergröße. Und dann hast du in etwa diesen Radius von diesem Oval, obwohl der nicht rund ist, aber ungefähr diesen Radius in der Art von deinem Energiekörper, dass er zumindest größer ist oder kleiner ist. Also das musst du spüren. Und dieser Energiekörper, das habe ich auch schon in verschiedenen Videos besprochen und erklärt, füllt sich mit Prana, mit Energie, Lebensenergie, die können wir auch auffüllen. Und deswegen können wir, wenn man das regelmäßig macht, kann unser Energiekörper größer werden und größer werden. Wir können auch Energien abgeben an andere. Das können auch andere Menschen spüren, ganz unbewusst spüren sie deine Energie. Und manche kommen, natürlich musst du auch aufpassen, denn es gibt auch Energieräuber, die ganz unbewusst Energie von dir versuchen
abzuziehen. Nicht bös gemeint, aber sie merken, oh, da ist Energie zu holen und dann holen sie Energie von dir. Und du musst nur sehen, ob du auch bereit bist, Energie immer abzugeben. Und aber jetzt wollen wir mal sehen, wie groß die Übung ist. Ganz einfach, du entspannst dich, gehst in deine Position für eine Meditation. Und jetzt mache ich es eben als Erklärvideo. Gehst in den Atem. Ein und so ein Zyklus zwischen 6 und 7 ein und aus. Und einer kurzen Pause dazwischen. Das ist so diese Atemtechnik. Du begibst dich in dein Herzchakra. Wichtig noch eine Information vorher, nicht, dass ich es vergiss. Bei so Übungen sollten wir uns natürlich immer vorher erden. Also das ist das Wichtigste, um unsere Stabilität aufrechtzuerhalten. Und jetzt gehen wir in unser Herzchakra hinein. Darum habe ich auch die Hand hierher gelegt. Mit deinem inneren Auge, wenn du geübt bist, kannst du diesen Lichtkörper oder dieses Licht schon wahrnehmen. Ich richte meinen Fokus so auf die Nasenspitze in Richtung Herzchakra. Und ich atme in diesen Raum hinein. Und ich merke, wie dieses Licht größer wird. Du kommst in einen Raum. Du nimmst deinen physischen Körper kaum mehr wahr. Immer mehr zurück. Bist du wirklich drinnen, bist du in diesem Raum. Du merkst ein Pulsieren, Schwingen, dieses Licht pulsiert so nach außen, wird immer größer und größer. Du kannst es durch deinen Atem verstärken. Nach außen am Rand kann es auch so verschiedene Farben haben, wie mit der Aura, die verschiedenen Regenbogenfarben, dieses Licht, wenn es weiter rauskommt. Und jetzt richtest du deinen Fokus auf die Hand, dass du hier deine Energie spürst. Und jetzt gehst du langsam raus und schaust in deinem Zentrum der Handfläche, was du spürst. Wie vorher ich beschrieben, mit der Hand den Herzrhythmus zu spüren. Es kann ein Kribbeln werden, es kann leichter werden. Und so gehst du raus, so weit wie du es spüren kannst. Bis an die Grenze deiner Armlänge, wo du diese Frequenz, diesen Rhythmus noch wahrnehmen kannst. Und so kannst du deinen Umriss oder Radius von deinem Energiekörper wahrnehmen. Es bedarf der Übung. Mach dir keine Gedanken, wenn du das am Anfang nicht spürst. Fang an mit der einfachen Übung, mit der Hand, mit der Herz, also verschiedenen Übungen. Bis du immer mehr geübt bist, am besten täglich eine kleine Übung, um deine Energie zu spüren, auch mit der Atemtechnik dich auseinandersetzt und deine Prana-Atmung ein bisschen zu fokussieren, um im Atem diese Energie zu spüren,
Ist auch, gibt auch unterschiedliche Zeiten, habe ich jetzt erst. Ich habe schon immer gemerkt, Meditationen in verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten. Und es gibt Kraftplätze, es gibt auch verschiedene Zeiten, wo unterschiedliche Energien vorhanden sind. Und zwar geht es, wäre aber ein anderes Thema, das ist nicht unbedingt jetzt Kern dieser Sache, sondern es gibt ja verschiedene Zeiten, wie auch Sternzeiten. Es hat nichts mit unserer Zeit jetzt zu tun, sondern mit dem Universum. Und deswegen gibt es unterschiedliche Zeiten, Sternzeiten, in denen wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und wie zum Beispiel nachts, wenn wir schlafen, genauso wie bei Vollmond und dergleichen, dann hast du schon eine ganz kleine Ahnung davon, dass der Kosmos auf uns wirkt, ob wir das wollen oder nicht. Es ist nur unsere Aufgabe, damit umzugehen und herauszufinden, was da ist. Okay, bis zum nächsten Video und tschüss.